Space Production. Bam! My favorite! Ein Hallo und Moin Moin, liebe Leute, wie geht's denn euch so? Diesmal zeige ich euch leider kein Part erstmal. Wir machen eine kleine Unboxing-Box. Ja, eine Unboxing-Box. Oder eine Unboxing. Oder was auch immer die anderen sagen. Unpacking, Unbox. Ich weiß auch nicht. Nämlich das Spiel für den Nintendo DS. Advance Wars Conflict. Also Dark Conflict. So. Hinten habe ich mir das auch schon angeschaut. Bis vier Spieler können spielen. Das sieht man hier auch. Und Beschreibung ist alles drin. Ja, Beschreibung ist drin. Sogar den Nintendo Club. Dann die Wi-Fi-Bedienungsanleitung. Dann noch ein DS Lite. Und dann noch hier so eine andere Beschreibung wegen Gesundheit und so. So. Das ist hier die kleine DS-Karte. Hoffe ich doch zumindest. Ist ja auch DS und Spiel. Nein. Also, ich habe mal ein bisschen mal gezockt. Also, es ist wie rundenbasiert. Es ist so ähnlich wie ein rundenbasiertes Spiel, dieses Spiel hier. Also, Advance Wars. Man kann nur sagen, so Art halt, Dune 2 Art. Haben sich aber, weil das ja so hart rundenbasiert ist und man bloß eine Einheit anklicken kann, ist das ja gut gemacht worden. Also theoretisch ist das ja dem Vorgänger von Advance Wars auf den Advance gewesen. Zumindest eins war das super gewesen. Es ist klasse Spiel, klasse. Dann hat man ein bisschen gezuckt, ist super gemacht worden. Die Charaktere, man spielt verschiedene Charaktere hier, wie diesen oder wie der hieß, dann hier dieser Junge hier ist dieses Mädchen kommt dann nach der Story dann weiter, den spielt man dann am Anfang, schätze ich mal. Und dann gibt es noch eine Frau, die ist drin. Dann gibt es noch gegnerische KI. Weiter. Mann, das war's eigentlich mit den Unboxing Nintendo DS. Advance Wars. 12 geeignet. USK-Zeichen ist noch in der Vorgängerversion. Könnte man sagen, Verkehrszeichen Vorfahrt. Wisst ja schon, was ich meine. Mit Wiedersehen, bis zum nächsten Unboxing oder Unpacking, wie auch immer.